Hallo liebe Bitbull Trader und natürlich ein herzliches Willkommen auch an all diejenigen, die das noch werden möchten. Bitcoin ja, traded bei 67.700 Dollar. Wir sind gestern nochmal hier runtergedippt auf knappe 65.500. Jetzt hat sich dann natürlich auch jeder die Frage gestellt und ich konnte das gestern schon wieder sehen. Oh mein Gott, jetzt fallen wir wieder unter 60.000. Das war jetzt der Bullenmarkt und jetzt ist es vorbei und so weiter. Leute, wenn ihr das gestrige Update-Video angeschaut habt, wusstet ihr ganz genau, was hier unsere Strategie gewesen ist nämlich zu warten. Das hat sich perfekt ausgespielt. Und da schon mal herzlichen Glückwunsch an diejenigen, die das hier durchgezogen haben, weil ganz wichtig, Leute, ihr dürft euch nicht beeinflussen lassen. Lasst euch nicht beeinflussen. Bleibt euren Trading Steel treu. Wir werden natürlich einen Ausflug dann auch machen in meine Position. Wie sieht es da im Moment aus? Ist wieder mit knapp 17.000 Dollar im Profit. Des Weiteren werden wir uns die Bitcoin-Spot-EDFs anschauen. Wir werden reingucken auf die Liquidität und ein was Wichtiges müssen wir uns am Wochenchart anschauen, nämlich genau einmal diesen Bereich hier. Und wie du am Thumbnail dann auch schon mal sehen kannst, ja, es fehlt eigentlich nur noch eine Sache. Und welche Sache das ist, dass uns jetzt hier endlich nach oben ausbrechen lässt, über 70.000 70.072. 70.000 Dollar ansteigen lässt. Das erfährst du im Video, weil wir gehen heute auch in Trading View rein. Wir schauen uns ganz genau an, was jetzt Bitcoin als nächstes machen muss und vor allem, was noch passieren muss, damit wir endlich nach oben hinausbrechen. Das erfährst du alles im Video. Wir starten direkt rein. Ich hoffe, du hast Bock. Let's go. Gut, dann würde ich sagen, stoppen wir mal rein. Wie sieht es denn im Moment aus? Also, gestriger Tag von den Bitcoin Spot ETFs und Leute, es sind wieder 192 Millionen US-Dollar einmal reingeflossen. In den Bitcoin wurden natürlich über die OTC-Desk dementsprechend gekauft. Gestriges Update-Video ging ja über diese OTC-Käufe. Will jetzt nicht mehr so krass darauf eingehen. Aber wie du hier sehen kannst, auch hier gab es gestern wieder einen sehr, sehr guten Inflow von 192 Millionen Dollar. Also auch hier setzt sich das weiterhin fort. Wir haben bisher die ganze Zeit, immer wenn wir jetzt Inflows gesehen haben, immer dreistellige Millionenbeträge gesehen bei unseren Bitcoin Spot edfs was auf jeden Fall absolut bullish ist. Das heißt, die Wale, sie akkumulieren weiter, große Institutionen, große Unternehmen, ja, große Hedgefonds auch, sie kaufen ein wie bekloppt. Und was auch noch sehr spannend ist, die USD-Toller Bilanz, ja, also die USDT von dem Stablecoin, die Bilanz auf den Börsen, sie nimmt weiter zu. Das heißt, die Leute und auch größere Unternehmen als auch Wale packen USDT eh auf die Börsen drauf. Um jetzt dieses Breakout zu traden, um einzusteigen in den Markt oder vielleicht noch mal einen kurzen Rücksetzer abzuwarten, um dann richtig rein zu pushen. Ja. Und das ist dann auch das Wichtige, worauf wir heute auch achten müssen, nämlich wie sieht es denn überhaupt aus? Vor allem, was ist denn jetzt noch dieses i-Tüpfelchen, was wir brauchen, um nach oben hinaus zu brechen? Und das werden wir uns dann auch gleich noch mal angucken. Erstmal noch eins vorneweg, Leute. Gestern, ihr habt wirklich das Video absolut abgerissen. 17.000 Klicks, knapp 2035 Likes. Vielen lieben Dank dafür. Auch auch heute kannst du diesen Kanal kostenlos abonnieren. Schau gerne mal unten rein. Du kannst natürlich auch gerne einen netten Kommentar da lassen. Connecte dich gerne mit anderen Tradern. Ja, und ähm, ich lese mir immer sehr, sehr gerne hier alle Kommentare durch, antworte auf, auf sehr viele. Deshalb, ja, wenn du Bock hast und diesen Kanal kostenlos unterstützen möchtest und abonnieren möchtest, kannst du das kostenlos tun. Und dann schon mal herzlich willkommen in der Community und wir gehen weiter ins Video. Let's go! Gut, dann schauen wir uns einmal die Liquidität an, wie sieht es da im Moment aus und wir haben hier den letzten Liquiditätsblock hier unten abgeholt, ja und genau hier unten sind wir dann auch reingelaufen, wir werden uns das dann auch gleich nochmal auf TradingView ganz genau anschauen, ja da hat die Prognose dann auch vom gestrigen Video, können wir uns dann hier auch nochmal dann hier angucken, nämlich genau hier perfekt einmal hingehauen, da schon mal Glückwunsch, wer das Ganze wunderschön mitgenommen und getradet hat, jetzt ist es so, wir hatten hier unten, ja die einmal die Liquidität jetzt erstmal gefischt und jetzt sind wir genau auf Kurs hier oben wieder die nächste Liquidität hier an. Einmal abzuholen. Ich aktualisiere das Ganze nochmal. Vielleicht hat sich in den letzten paar Minuten noch ein bisschen was verändert, ja, aber wie du hier sehen kannst, Eher nicht. Das heißt, wir haben auch hier über uns einen sehr, sehr großen Liquidierungsblock von den Short-Positionen. Und das ist ja auch das, was ich euch gestern im Update am Abend noch gesagt habe. Habe gesagt, ja, wenn wir hier in einem Abwärtstrend sind, kommen natürlich wieder sehr viele neue Short-Positionen in den Markt. Was bedeutet, dass sich über uns wieder sehr viel Liquidität aufbaut. Ich meine, schaut euch das einfach mal an. Ja, wenn man sich hier mal die Zone anschaut, über uns lag an der Stelle überhaupt nichts. Ja, und dann sind wir hier nach unten gefallen haben, hier angefangen, nicht das hoch rauszunehmen. Das war dann wie eine Short-Confirmation an dieser Stelle hier bei knappen 67.800 Dollar und auf einmal kommen hier oben wieder sehr viel Liquidität rein. Das liegt halt daran, dass wir dann hier sehr viele Short-Positionen wieder reingekriegt haben in den Markt und das ist gut. Genau solche Bewegungen, Leute, brauchen wir unbedingt. Bitcoin darf nicht die ganze Zeit kontinuierlich nach oben durchballern, weil das wäre ungesund für den Kurs. Das heißt, wir brauchen immer diese Bewegungen nach unten, um dann wieder nachkaufen zu können, um wieder neue Positionen aufmachen zu können und so weiter und so fort, um wieder einfach frisches Geld in den Markt reinzukriegen. Und du siehst hier, ja, durch den Job nach unten ging es natürlich auf die andere Seite jetzt dann auch wieder mit neuen Long-Positionen los. Da geht es hier unten dann rein bei 64,850 mit möglichen Liquidierungen. Aber bis dahin hier runter, und das ist im Moment eine Bewegung wieder von 4000 Dollar, liegt absolut nichts. Ja, wenn man sich das Ganze dann heute mal am heutigen Tag dann nochmal anschaut, ob ein bisschen was reingekommen ist unter uns, ja, das ist weiterhin auch hier erstmal der untere Block, diese 64,8. Das heißt, hier dieser ganze Bereich ist eigentlich wie leergefegt und ich gehe stark davon aus, dass wir kurzfristig erstmal auch am heutigen Abend noch das Potenzial haben, hier Richtung 68 sogar, best case, wenn alles gut läuft, Richtung 69.000 Dollar nach oben hin auszubrechen. Also, was das angeht, sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Wirtschaftsdaten haben wir natürlich auch reingekriegt, Donnerstag 14.30 Uhr. Aktualisieren wir das Ganze mal, ja, wie es nämlich jetzt hier dann ausgesehen hat mit den ersten Anträgen zur Arbeitslosenhilfe. Und da gehen wir einfach mal rein, wo haben wir sie? Äh, 14.30 Uhr hier: 227k. Prognose waren 243, das heißt, die, erste, also die ersten Träge zur Arbeitslosenhilfe sind weniger geworden. Sehr spannendes Thema. Und da will ich nämlich jetzt auch gleich nochmal zum, zum Punkt kommen, nämlich jetzt hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, nämlich an dieser Position hier, wird es sehr spannend, was den Bitcoin betrifft. Ich habe ja immer wieder gesagt, wir können nicht davon ausgehen, dass wir jetzt ähm, ja, eine Dekopplung vom traditionellen Markt sind und so weiter. Das heißt, immer wenn der Markt korrigiert, müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass auch Bitcoin mit korrigiert. So, jetzt kamen gestern dann natürlich auch wichtige Quartalszahlen rein. Tesla hat dann nochmal reingekickt und so weiter. Und vor allem nächste Woche, Achtung Festhalten, nächste Woche haben wir Amazon, wir haben Microsoft, wir haben Netflix, wir haben Google und wir haben Nvidia. Alles nächste Woche, die ganz großen Tech-Giganten, die kommen erst noch. Ja, und das ist dann wirklich wirklich nächste Woche äh, ein Time to shine oder, oder nochmal eine sehr, sehr starke Korrektur für den Bitcoin, weil du siehst es auch hier. Links einmal Bitcoin, in der Mitte den US 100 und rechts den US 500. Und du siehst es hier auch nochmal ganz schnell, ja, dass wir hier nach unten hin abgefallen sind bei unserem Nasdaq, also bei dem SP. Und hier. Das gleiche dann auch bei Bitcoin passiert ist auf der linken Seite. Dann hat sich das Ganze wieder etwas erholt. erholt und was ist bei Bitcoin passiert? Genau das gleiche Spiel. Also alle Augen zurzeit auf den traditionellen Markt oder wir im traditionellen Markt an der Stelle dann sehen, hey, da kommen jetzt wichtige Wirtschaftsdaten rein, okay, oder auch wichtige Earnings müssen wir am Start sein, weil dann müssen wir uns ganz genau einmal darauf vorbereiten. Dann würde ich sagen, gehen wir auf jeden Fall mal rein, Richtung Analyse. Und zwar möchte ich euch hier noch kurz was zeigen. Wir haben uns ja dann gestern das Ganze hier einmal analysiert und habe dann hier auch nochmal gesagt, und das möchte ich euch mal ganz kurz vorspielen, 1000 Dollar, wo wir jetzt gerade im Moment sind. Ja, hier muss Support reinkommen. Wenn das nicht der Fall ist, geht sogar Bitcoin hier unten nochmal rein, Richtung 64 bis 63.800 Dollar. So, also, das heißt, genau in diesem Bereich hier mussten wir Support finden. Das waren ungefähr diese 65.500 Dollar. Und wie das Ganze jetzt in Trading für aussieht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir switchen einmal komplett rüber. Let's go. So, also, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Das war dann hier der Chart vom gestrigen Tag. Wir sind genau hier unten reingelaufen, sogar mit einem kleineren Dip noch an eine kleine Stelle noch mal weiter nach unten und wurden hier genau aufgekauft und genau da kam auch der support rein so wie ich euch das dann gestern Abend dann auch noch mal mitgeteilt habe. Das bedeutet, es ist wirklich essentiell wichtig. Deshalb mache ich ja auch diese zwei Videos. Sorry heute dafür in der Früh habe ich es nicht geschafft, das Video reinzubringen, deshalb ja, heute Abend noch das Video. Aber ich versuche so gut es geht, euch in dieser wichtigen Marktphase immer up to date zu halten mit zwei Videos am Tag, weil ihr seht einfach, dass auch die Abendvideos sehr wichtig sind, speziell jetzt in diesem Bullenmarkt. Ja, das heißt, schaut beide Videos immer an, weil sonst verpasst ihr die die Möglichkeiten wieder in den Markt einzusteigen und das wollen wir nicht. Wir wollen ja unser Portfolio vergrößern. Wir wollen ja neue Trades aufmachen, was mit unser Portfolio wächst. Also wir sind genau hier unten rein. Bei uns im VVP haben dann somit komplett das Ganze hier wieder abgeholt, sind hier wieder nach oben gebounced. Ja, und wir sind eigentlich jetzt schon wieder auf dem Kurs, hier oben reinzulaufen Richtung 69.500 Dollar, nämlich genau in diese Zone hier oben rein. Wenn man sich das Ganze mit den Indikatoren anschaut, sehen wir jetzt ein bullisches Cross von unserem Abwärtstrend auf dem. Stunden Chart, nämlich genau einmal hier. Wir hatten die ganze Seitwärtsphase bis hier runter ja immer jetzt hier ein bärisches Cross gesehen, hatten uns das auch schon angeschaut, dass der MACD hier dann einmal nach unten läuft und genau das ist passiert. Wir haben keine bullischen Cross gekriegt. Jetzt sehen wir eine Trendwende auf dem vier Stunden Chart und gestern habe ich das auch gesagt. Ich habe gesagt, Leute, vier Stunden Chart, jetzt warten wir genau das ab. Warum warten wir das ab? Weil ich einfach auch sehen will, dass wir hier unten reinkommen in den überverkauften Bereich. Auf vier Stunden Chart hat es jetzt nicht so ganz hingehauen, ja, aber auf dem ein Stunden Chart waren wir genau hier unten drin, überverkaufter Bereich. Und dann ging es hier wieder in die andere Richtung. Wir waren im vier Stunden Chart schon mal in überverkauften Bereich, aber in vier Stunden kann halt wirklich sehr, sehr viel passieren bei Bitcoin. Und somit haben wir uns dann oder hat es Bitcoin geschafft, dann kurz davor einmal zu drehen, ist aber nicht nicht allzu schlimm, weil wir haben uns ja darauf eigentlich vorbereitet und haben gesagt, okay, ja, wir warten jetzt einfach mal, weil wenn wir so einen krassen Abstieg von dem RSI sehen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir wieder in die Gegenbewegung reinkommen und genau das ist jetzt passiert. Heißt für meine Position bleibt erstmal alles so, wie es ist. Ich war dann gestern Abend auch nochmal unterwegs und mit dem Handy bin ich ehrlich, Leute, ich habe da kein Freund von, dann da einfach immer nachzukaufen. Ich mache das immer gerne, alles vor dem PC und so weiter. Deshalb habe ich auch nicht nachgekauft. Ist alles gut. Die Position läuft mit 17.000 Dollar im Profit, alles ganz schön. Wir werden jetzt abwarten, was jetzt hier an der Stelle passiert. Sollten wir ein bullishes Reversal sehen, werde ich dann die Position nochmal etwas vergrößern. Da wirst du dann aber morgen up to date gehalten. Wenn wir uns das Ganze jetzt auch noch mal anschauen mit unseren wichtigen, Indikatoren. By the way, wenn du auch diesen Indikator haben möchtest, Link findest du unten in der Videobeschreibung, komplett einmal kostenlos für dich. Also, du brauchst dafür nicht bezahlen oder sonstiges, sondern du musst dir nur kostenlos bei uns einen Account machen auf der Homepage und dann bist du hier mit am Start und dann kannst du dir den Indikator ziehen bei uns auf dem Discord-Server. Ist auf jeden Fall. Ähm, empfehlenswert speziell jetzt in dem Bullmarkt weil wir einfach sehr wichtige und detaillierte Informationen kriegen wie zum Beispiel auch diese Vektorkerze wenn man sich das ganze nämlich einmal anschaut und wenn man sich mal hier das ganze rückblickend einfach mal anguckt ja wussten wir eigentlich schon dass es gut jetzt hier zu einer Top bildung kommen kann und wir hier unten noch mal reinlaufen werden ja genau das ist passiert. Warum? Ganz einfach, wir hatten hier einmal eine große Vektorkerze, das heißt sehr viele neue Leute sind hier wieder reingekommen. Das Kaufinteresse war sehr, sehr groß in dieser Kerze. Das heißt, hier liegt auch sehr viel Liquidität und Volumen. Ja, und genau dasselbe haben wir hier unten gesehen, weil in dieser Kerze liegt das Ganze auch nochmal, nämlich hier liegt auch nochmal sehr viel Liquidität und Volumen. So, was ist dann passiert? Et voilà, es ist nichts anderes passiert, als dass wir genau hier unten reingelaufen sind, um diese Vektor Kerze zu fischen. Ja, und Leute, das ist ja kein Zufall. Ich, ich erzähle euch ja hier keinen Blödsinn, sondern ich versuche euch einfach immer mit ganz neutraler Analyse dabei zu helfen, damit ihr eure Position planen könnt. Und ja, 100er EMA hat wunderbar funktioniert. Genau hier unten zweimal das Ganze angelaufen. Schöner Support kam hier wieder rein. Und das ist eigentlich immer sowas, was man sich wünscht in einem Bullenmarkt, weil. Das ist nichts anderes als ein wunderschönes Shakeout von den ganzen Long-Positionen. Na, hier kommen wieder Short-Positionen rein und jetzt geht das ganze Spielchen wieder in die andere Richtung. Über uns liegt noch ein massiv große Imbalance, da geht es hoch jetzt bis 72,9. Und Leute, kein Grund zur Panik, All-Time-High, es fehlen nur noch 5.000 Dollar. Nur noch 5.000 Dollar, dann sind wir in All-Time-High-Region. Also das geht bei Bitcoin schneller, als ihr gucken könnt. Kurzfristig für den heutigen Abend, was könnt ihr noch erwarten? Wenn wir uns das Ganze anschauen, sehen wir, dass wir jetzt hier eine sehr starke Konsolidierungsphase haben, aber mit Tendenz nach oben. Das heißt, wir bilden hier sogar so ein kleines Ascending Triangle, was ja hier jetzt in kürzester Zeit wieder ausbrechen kann. Das bedeutet, wenn man sich das jetzt anschaut, 15 Minuten Chart. Also spätestens bis 19 Uhr erwarte ich hier wieder ein Breakout nach oben. Ich hoffe, ich kann das Video dann so schnell. Es geht jetzt auch gleich noch mal hochladen. Also das bedeutet, wir machen keine tieferen Tiefs. Ja, und wir werden hier die ganze Zeit immer wieder abgelehnt. Aber ja. Kurs erspitzt sich wieder zu, also für den heutigen Abend könnt ihr da auf jeden Fall nochmal etwas erwarten, wir haben unter uns ein bisschen, jetzt hier ein paar kleinere Vektorkerzen reingekriegt, jetzt aber nichts ultra krass Wichtiges, ja und was ihr halt aber auch hier wieder sehen könnt und es widerspiegelt einfach auch nochmal das, was ich euch gerade eben auch gezeigt habe, auf den größeren Zeiteinheiten, auch hier 15 Minuten Chart, wir kriegen eine Vektorkerze rein, was macht der Kurs? Der Kurs, er geht genau Richtung Vektorkerze, ja genau diese blaue Linie, ich mache es extra jetzt mal richtig fett. So, was ist passiert? Wir gehen genau da unten rein. Das brauchen wir mal nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr. So, das heißt, wir gehen genau da unten rein, holen die Vektorkerze ab, kriegen sogar ein kleines W hier unten noch rein und zack, boom. Ciao, Bella Musica und wir gehen wieder hoch. Simpel. Ganz simple Marktanalyse, ganz simple Charttechnik, das reicht im Bullmarkt aus. Ihr braucht keine 10, 20, 30.000 Indikatoren. Ihr müsst nur verstehen, wie der Markt Tickt. Jetzt gehen wir noch rein auf was ganz wichtiges. Es ist jetzt endlich soweit, und zwar haben wir unser bullisches Cross jetzt bestätigt, auch auf unserem Wochenchart mit unserem MACD. Wir hatten uns das letzte Woche ja schon angeguckt. Jetzt seht ihr es hier auch noch mal ganz gut. Wir sehen jetzt ein bullisches Cross von der Signallinie zu unserer Durchschnittslinie, und das bei einem möglichen Breakout-Versuch und dem Ausbruch aus der Konsolidierungsphase, die wir mehr als sieben Monate hatten. Das letzte Mal, und deshalb kann man das sehr gut vergleichen meiner Meinung nach ja, sieht man das hier nämlich auch noch mal ganz schön ist nämlich das bullische Cross hier gewesen auch hier hatten wir dann einen sehr starken Anstieg von knapp 73 Prozent innerhalb von acht Wochen und das kann bei Bitcoin dann wirklich ratzfatz gehen zeittechnisch sind wir vollkommen auf Kurs alles tiefenentspannt was brauchen wir jetzt aber ja und was ist jetzt eigentlich das was noch fehlt und Leute es fehlt Volumen das ist unser größtes Problem. So, wenn du jetzt aufgepasst hast, wissen wir auch, okay, die USDT-Bilanz auf den Börsen nimmt weiterhin zu. Die Wale akkumulieren sogar auf diesem Level nimmt weiterhin zu. So, also es stehen alle Anzeichen auf Absolut gigantisches Breakout und wenn man sich das jetzt hier anschaut, sieht man auch noch mal die Tendenz. Das Volumen nimmt kontinuierlich ab. Es wird immer geringer, immer geringer. Das letzte Mal und jetzt Achtung, wo wir das gesehen hatten, wo wir auch hier ein volumenreduzierung ähm, Reduzierung hatten, war nämlich auch hier an dieser Stelle. So, okay. Hier sieht man es auch noch mal. Wir haben hier auch wieder das Volumen und dann kam das Volumen hier wieder rein, dann kam es mit diesen zwei Wochen Kerzen hier das Volumen rein, dann natürlich hier noch mal der größere Abverkauf und so weiter und so fort. Genau das brauchen wir auch hier und das war der Startschuss zum Breakout nach oben. Das heißt, was fehlt eigentlich noch? Es fehlt nur noch das Money von den ganzen Retailern und that's it, das war's. Ja, wir brauchen jetzt einfach Volumen. Wenn das noch jetzt dazu kommt Feuerfrei, dann kann die Bitcoin Rakete starten und selbst auf dem Monatschart sieht man es auch noch mal ganz gut. Ja, schaut euch an, selbst der Monat jetzt die letzten sechs Monate, es fehlt einfach das Volumen. Das Volumen ist absolut gering, ja, und wir brauchen einfach jetzt hier wieder gutes Volumen, als auch im Monatschart, ja, um halt hier wirklich sehr, sehr schön nach oben zu pushen. Und beim Monatschart ja, möchte ich euch auch noch etwas zeigen. Und zwar gehe ich stand jetzt davon aus, dass wir auch im Monatschart bei unserem MACD sowas ähnliches sehen, wie wir hier gesehen haben, nämlich im September 2021. Da ging es auch dann erstmal wieder so in diese Richtung, so mit bärischen Cross und so weiter. Ja, und dann kam genau nochmal das Gegenteil. Wir sind hier dann nochmal hier so nach oben gegangen. Und jetzt schaut euch mal an, was gerade eben auch wieder passiert. Auch hier sind wir erst wieder mit Tendenz runter zum bärischen Cross. Auch hier hatten wir das Momentum, was abgenommen hat, auch hier nimmt im Moment das Momentum ab. Und ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt die letzte finale Phase hier kommt, um den Kurs hochzupumpen. Und dann würden wir ungefähr bei 100.000 Dollar Ende des Jahres noch enden können. Also alles läuft auf Kurs. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest gut was mitnehmen. Lass doch gerne ein Like da, gerne abonnieren, auch gerne das Video teilen und dann hören wir uns spätestens morgen früh. Morgen früh gibt es wieder ein Update-Video in alter Frische und dann auch nochmal am Abend. Das heißt, ich will euch einfach so gut es geht hier vorbereiten auf den Bullenmarkt und ähm, euch perfekt durch den Bullenmarkt führen. In diesem Sinne, haut rein, euer Basti. Ciao, ciao.